Ich glaube, so wie jeder Mountainbiker irgendwie so eine Siebträger-Kaffeemaschine braucht, so braucht irgendwie jeder YouTuber eine Tasse mit dampfendem Kaffee oder Tee, mit der er ins Bild läuft und ein tolles Video beginnt. So natürlich auch ich jetzt. Freunde, es ist ganz schön kalt geworden. Und ich bin die letzten Tage schon ganz schön eingefroren. Und ich denke, man kann definitiv sagen, der Sommer ist vorbei. Wir möchten aber ja trotzdem auch im Winter irgendwie Radfahren. Und deshalb habe ich gedacht, ich setze mich einfach mal hier hin und erzähle euch einfach mal 5 Tipps, wie ihr mit der Bekleidung am besten durch den Winter kommt, ohne einzufrieren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tipp 1 ist der, wo ich immer so ein bisschen zwiegespalten bin, wie gut ich den denn jetzt finde. Weil zum einen optisch finde ich ihn extrem schrecklich. Nützlich ist er allerdings schon. Und zwar rede ich vom Buff. Ich finde, gerade wenn man im Sommer unterwegs ist und man sieht immer mal wieder Leute, die kurze Hose, kurzes T-Shirt anhaben und trotzdem irgendwie ein Buff, das schaut immer so ein bisschen weird aus. Deshalb habe ich mich ganz, ganz lange gesträubt, so ein Ding anzuziehen. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich viel hier unterwegs bin, da bekomme ich schon immer mal wieder Halsschmerzen, wenn ich lange berghoch fahre. Vor allen Dingen mache ich, wenn ich hochfahre, immer meine Jacke auf. Das heißt, ich schwitze zwar nicht so, aber mein Hals ist immer extrem kalt, ich bekomme Halsschmerzen und werde im schlechtesten Fall noch krank. Das andere, was ich damit mache, ist, wenn ich oben bin und fahre dann berg runter, bekomme ich sehr kalte Ohren. Meistens zieht es halt irgendwo da rein. Und ich möchte natürlich irgendwie nicht krank werden. Das heißt, ich fahre mittlerweile hoch, mache meine Jacke auf, ziehe das Buff so an den Hals als Schlaufe, dass mein Hals gut geschützt ist und ich da keine Probleme bekomme. Wenn ich oben bin, dann nehme ich meinen Buff runter, knote das so ein bisschen, ziehe mir das unter den Helm, so dass meine Ohren geschützt sind, mache meine Jacke zu und kann eigentlich perfekt den Trail wieder runterfahren, ohne irgendwie ein Risiko einzugehen, mir den Hals oder die Ohren zu verkühlen. Optisch immer ein bisschen fragwürdig, allerdings muss man sagen, ist es schon sehr, sehr sinnvoll. Für meinen zweiten Tipp habe ich relativ lange gebraucht, herauszufinden, wie das so für mich funktioniert. Da ist auch jeder so ein bisschen anders und ich kann euch natürlich immer nur erzählen, wie es bei mir gut funktioniert. Ich schütze am Oberkörper extrem viel und habe immer mal wieder ausprobiert, verschiedene Materialien, was ich denn anziehen soll. Und mittlerweile habe ich wirklich so ein Go-To-Setup, was für mich am besten funktioniert. Egal wie warm oder kalt es draußen ist. Alles so von 2 Grad bis minus 5 Grad funktioniert das eigentlich super. Wenn es kälter wird, dann benutze ich halt einfach ein paar dickere Materialien. Und zwar habe ich eigentlich immer ein sehr grob gewobenes Merino-Shirt unten drunter. Grob gewoben heißt, es ist relativ dick, obwohl es nicht wirklich viel Material hat. Also es hat immer so 200 Gramm ungefähr. Und der Riesenvorteil davon ist, durch diese groben Poren kann eigentlich so der Schweiß extrem gut durch die erste Lage durch raus und vom Körper wegtransportiert werden. Und gerade wenn man viel so Synthetikzeug anhatte, hatte ich immer das Problem, dass ja, die Feuchtigkeit da drin hängen bleibt und man dann relativ schnell auskühlt und kalt wird und dieser kalte Schweiß am Körper hängen bleibt. Der Nachteil an so einem grob gewobenen Merino-Shirt ist, es zieht halt relativ viel Wind durch. Und deshalb ziehe ich darüber meistens noch ein zweites langärmiges Merino-Shirt, was sehr, sehr dünn ist. Irgendwas zwischen 150 und 200 Gramm Merino-Material, aber eben sehr dünn gewoben. So ein bisschen als so, ja, wie so eine natürliche Windstopper-Membran. Funktioniert extrem gut. Und wenn es dann noch kälter wird, ziehe ich noch eine Windstopper-Jacke drüber, die ich, wenn ich berghoch fahre, aufmache. Dann habe ich ja eben meinen Buff am Hals, mir kann also da nichts passieren. Und wenn ich runterfahre, dann ziehe ich sie weit hoch. Mir ist immer wichtig, dass meine Jacken ganz weit oben schließen, dass sie also fast bis zum Kinn gehen und eine gute Kapuze haben, die ich vielleicht auch über den Helm drüber machen kann, wenn es mal kalt wird. Aber so mit diesen Materialien bin ich eigentlich perfekt.
wenn es jetzt kälter wird, dann kann ich tatsächlich das Obermaterial, also die obere Merino, kann ich ersetzen durch ein dickeres Merino. Ich kann zum Beispiel auch auf Hanfmaterialien gehen, die funktionieren eigentlich genauso gut und sind halt anders natürlich, also sind halt nicht vom Tier, sondern aus nachwachsenden Produkten. Und das funktioniert alles perfekt und da kann man sich eben so ein bisschen rantasten. Für mich ist es wirklich so das perfekte Go-To-Setup und ich komme damit extrem gut durch den Winter. Was man aber auf alle Fälle sagen kann, ist beim Winterride, wenn du rausgehst und startest von deiner Haustür, du startest vom Auto und wartest so 5 Minuten und dir wird nicht kalt, du fängst nicht an zu frieren ohne Bewegung, dann kann man sagen, du bist definitiv zu warm angezogen. Weil eigentlich solltest du frieren, wenn du losfährst. Alles andere ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Wenn du auf deinen Kollegen wartest oder auf deine Kollegin wartest und die muss noch oder der muss noch Reifen aufpumpen oder hier noch was machen oder da noch was machen und du bist in der Zeit schön warm, dann hast du spätestens nach 5 Minuten auf dem Bike ein richtiges Problem. Weil du fängst richtig an zu schwitzen und ziehst dann irgendwie Jacken aus und dann passt es aber alles irgendwie nicht und musst halt die ganze Zeit da rum experimentieren. Oder du fährst einfach weiter und du schwitzt und dir wird extrem kalt. Von daher, losfahren und frieren ist eigentlich das Perfekte, was man machen kann. Der dritte Tipp ist Handschuhe. Viele Leute bekommen sehr kalte Finger und bei kalten Fingern ist das Problem, dass ich nicht mehr vernünftig bremsen kann und meine Finger da nicht mehr fühle. Und gerade bei schwierigen Trails, die natürlich im Winter noch viel rutschiger sind, Wurzeln sind noch viel rutschiger, da muss ich ja noch viel besser mit der Bremse arbeiten können und alles ist so ein bisschen trickier. Von daher möchte ich möglichst warme Hände, die so funktionieren wie im Sommer auch. Deshalb warme Hände. Das Problem ist, wenn man jetzt dicke Handschuhe benutzt, dann schränkt das auch die Bewegungsfreiheit der Finger so ein bisschen ein. Und so richtig gut bremsen kann ich damit nicht. Und ich habe relativ lange gebraucht, um einen Handschuh zu finden, der ein leichtes Primaloft-Material hat, sehr flexibel ist, trotzdem noch wasserabweisend und der funktioniert einfach gut, hält die Hände warm und man kann aber trotzdem noch super bremsen und hat keine Einschränkung durch einen harten Handschuh. Wenn ich jetzt nicht so viel Geld für einen Handschuh ausgeben möchte, den ich nur im Winter für ein paar Rides benutzen kann, da gibt es 2 andere Möglichkeiten. Der eine ist, ich besorge mir einen ganz dünnen Merino-Handschuh, den ich in meinen ganz normalen Sommer- bzw. Übergangshandschuh anziehe. Dadurch baue ich mir quasi wie so kleine Wärmelayer in den Handschuh rein. Und so ein Handschuh aus Merino kostet jetzt auch nicht die Welt. Also da sind wir halt irgendwo bei 20, 30 Euro vielleicht. Den kann ich natürlich immer wieder waschen, kann ich immer wieder verwenden und muss mir jetzt nicht unbedingt teure Winterhandschuhe für viel Geld kaufen. Wenn ich nicht mal so einen Merino-Handschuh kaufen möchte, ist das auch kein Problem. Dann kann ich ganz einfach auf einen ganz normal herkömmlichen Küchenhandschuh beziehungsweise irgendwie so einen Einmal-Werkstatt-Handschuh gehen. Die kosten normalerweise wirklich nur ein paar Cent und funktionieren auch sehr gut. Auch die ziehe ich an, packe darüber meinen ganz normalen Bike-Handschuh und baue mir quasi auch diese Wärmelayer auf, dass ich quasi wie so ein kleines Luftkissen in dem Handschuh habe, was die Wärme speichert. So habe ich flexible, aber warme Handschuhe. Negativ daran ist natürlich, dass ich, wenn ich doch mal an den Händen schwitze, dann sammelt sich das natürlich alles in diesem Latexmaterial und es ist halt irgendwann nicht mehr so ganz angenehm. Aber wenn ich nur ein paar Mal fahre, nicht so viel Geld ausgeben möchte, ist das definitiv eine super Sache, was ich machen kann. Der vierte Tipp sind die Hosen. Ich habe relativ lange gebraucht, um mich mal irgendwann dazu zu entscheiden, wirklich im Winter eine lange Hose zu fahren. Und das war ja zu dem Zeitpunkt, als die Hosen angefangen haben, so ein bisschen enger zu werden. Weil früher waren das eigentlich eher so ganz breite, weite Hosen. Das war immer so ein bisschen uncool damit zu fahren. Die sind immer überall hängen geblieben und haben auch scheiße ausgeschaut. Seit es aber die engen Hosen gibt, finde ich das mega cool und fahre mittlerweile fast den kompletten Winter durch mit diesen langen Hosen. Wenn ich mir jetzt keine lange Hose kaufen möchte oder noch keine habe oder irgendwas ist, dann gibt es auch ein anderes Setup, was ich fahren kann. Und zwar mache ich das meistens mit langen Knieprotektoren und langen Socken. Ich habe immer unter meiner Radhose, also unter meiner Radbaggy, habe ich immer noch eine enge Lycra-Hose. Da stopfe ich mir meine Knieprotektoren drunter, damit ich dort kein Gap habe, wo die Kälte irgendwo zu meinem Bein kommen kann. Und dann habe ich quasi wie einen kompletten Strumpf, der schon mal runtergeht bis zu meinen Waden. Und jetzt komme ich von der anderen Seite und benutze lange
dicke Merino-Socken oder noch besser lange wasserdichte Socken. Also habe ich wirklich mir fast eine komplette lange Hose gebaut. Nirgendwo kann die Kälte reinziehen. Und mit den wasserdichten Socken habe ich nicht mal Probleme, dass meine Füße kalt werden. Der fünfte Tipp sind warme Füße. Und zwar gibt es da auch zwei Möglichkeiten. Entweder besorge ich mir so einen vernünftigen Winterschuh, wie ich den hier habe, also mit Primaloft-Material, der von allen Seiten wasserabweisend und gut gedämmt ist und sogar unten von der Sohle eine vernünftige Dämmung drin hat, damit die Kälte nicht von unten in den Schuh ziehen kann. Deshalb, Winterschuh funktioniert super. Den ich benutze, der hat sogar noch so einen langen Strumpf oben dran, wo ich eigentlich perfekt meine Hose anschließen kann. Das heißt, mir kann auch kein Wasser von oben in die Schuhe laufen. Da drin benutze ich immer eine dicke Merino-Socke, weil natürlich diese Winterschuhe, die sind nicht so gut durchlüftet wie jetzt so ein Sommerschuh. Und ich möchte aber trotzdem, falls ich mal schwitze, eine Socke haben, die irgendwie mit dieser Feuchtigkeit umgehen kann. Deshalb dicke Merino-Socke ist perfekt, kann ich den ganzen Tag fahren, ohne kalte Füße zu bekommen. Wenn ich das jetzt so nicht machen möchte, ich keinen Winterschuh brauche, keinen zur Hand habe, gibt es aber eine andere gute Möglichkeit. Und zwar sind es wasserdichte Socken. Ich habe irgendwann mal angefangen, mir wasserdichte Socken zu kaufen, als ich im Urlaub in Schottland war. Weil da sind wir eigentlich die ganze Zeit auf Trails unterwegs gewesen, die eigentlich eher so ein Bachbett waren. Also wo wirklich die ganze Zeit Feuchtigkeit rumgeflossen ist. Und du hast jeden Tag kalte und nasse Füße gehabt. Und nachts haben wir immer versucht, diese Schuhe irgendwie wieder zu trocknen, Zeitungspapier rein, auf die Heizung zu stellen, alles Mögliche. Weil so richtig geklappt hat das nicht. Und selbst wenn die mal trocken waren, bist du am nächsten Tag rausgegangen, nach 5 Minuten hattest du wieder nasse Socken und nasse Schuhe. Und deshalb bin ich irgendwann übergegangen, habe mir von Sealskins wasserdichte Socken gekauft. Und die funktionieren eigentlich perfekt. Also jetzt können meine Schuhe auch noch komplett nass sein vom Tag vorher. Ich ziehe meine wasserdichten Socken an, schlüpfe da rein und habe warme Füße eigentlich den kompletten Tag. Das ist wirklich eine super Sache, die man jetzt nicht nur im Winter fahren kann, sondern auch, wenn es mal regnet, wasserdichte Socken ist definitiv ein Ding, was ich immer dabei habe. Ja, das war's mit den 5 Tipps. Ich hoffe, dass, wenn ihr die befolgt, ihr genauso gut durch den Winter kommt wie ich. Lasst mich nochmal bitte wissen, ob euch das Video gefallen hat, ob die Tipps für euch nützlich waren. Und lasst mir auch wissen, ob ihr das cool fändet, wenn ich noch mehr davon machen würde. Ich habe mega Bock darauf, aber möchte natürlich auch, dass euch das irgendwie was bringt. Von daher schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet, was ich verbessern soll, was für Tricks ihr oder was für Probleme ihr irgendwie noch habt, wo ich vielleicht irgendwelche Tipps aus den ganzen Jahren gesammelt habe. Von daher abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst und lasst mich wissen, was ihr wissen wollt. Vielen Dank für eure Zeit und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Ciao.